So Leute, weiter geht's mit Tomb Raider 2. Wir versuchen weiterhin dem erzwungenen Schaden dieses Boots auszuweichen. Und ich bin mir relativ sicher, dass das möglich sein müsste, weil man hier halt reinschwimmen kann. An einem... Hä? War es auf der anderen Seite? Ja, weil man hier halt reinschwimmen kann. Daran vorbei. Ja. Also so habe ich mir es im Prinzip vorgestellt. Okay, gut. Damit hätten wir das erledigt. Tschüss, Problem. Tschüss. Da unten liegt noch ein Secret, aber ich glaube kein Medipack dazu. Also einfach direkt wieder hier raus. Und keine Ahnung, wo man danach hin muss gerade. Ich weiß nur, dass ich in meinem letzten LP hier irgendwie sehr hart versuchen musste, irgendwelchem Schaden auszuweichen. In meiner No-Med-Pack-Challenge. Mein Gott, wenn ich das hier in der No-Med-Pack-Challenge gewusst hätte. Wie einfach dieses Level dadurch wäre. Aua. Wie einfach... Fuck. Wie einfach dieses Level dadurch wird. Wobei, einfach nicht unbedingt. Ja, da sind wir auch schon tot. Hatte ich gespeichert? Ich hatte gespeichert nach dem Sammeln des Schlüssels. Gut, von der Seite hier kann man also nicht durch. Aber hier gibt es einen Fence-Bug anscheinend. Ja, wenn man rollt, kommt man durch. Also im Prinzip ist dieses Objekt so eine Art Zaun von der anderen Seite. Okay, jetzt kann ich mich auch wieder dran erinnern, welchem Schaden ich in meiner No-Med-Pack-Challenge so verzweifelt versuchte auszuweichen. Und zwar dem lieben Typen dort. Kann ich den vielleicht hier runterlocken? Oh, warte. Wirst du hier gespawnt? Wann wirst du denn gespawnt? Bist du jetzt überhaupt schon aktiv? Ja. Schade. Hätte ja sein können, dass wir überhaupt verhindern könnten. Oder nochmal. Hätte ja sein können, dass wir verhindern können, diesen Typen überhaupt zu spawnen. Sieht nicht so aus. Sehr schade ist gerade auch, dass ich keinerlei Fackeln mehr habe. Ja. Vielleicht brauchen wir das Medipack doch. Aber dann hätten wir es halt wenigstens sinnvoll einsetzen können. Und um ehrlich zu sein, würde ich alles in meine Macht Stehende tun, um das zu verhindern. Wegen Tibet. Uns steht halt noch... Oh, keinen Schaden bekommen. Uns steht halt noch ganz Tibet bevor. Und Tibet ohne Medipack könnte ein Problem werden. Deshalb komm mal um die Ecke. Ja, so ungefähr. Schön, dass er verfehlt hat, wie auch immer er das geschafft hat. Es war in der Situation wahrscheinlich schwerer, mich zu verfehlen, als mich zu treffen. Wohin? Hier? Lara, wieso hältst du dich... Oh Gott, da geht's gar nicht hoch, oder? Dann hier vorbei? Da geht's hoch. Okay, wenn wir nicht mehr getroffen werden, wäre das sehr schön. Es ist gerade übrigens für mich genauso dunkel wie für euch. Das gehört wohl zur Challenge des Levels dazu. Wenn man keine Fackeln hat. Ja, keine Ahnung, warum wir keine Fackeln haben. Vielleicht, weil ich ein bisschen dumm bin. Meine Fackeln lieber verschwendet habe. Ups. Da vielleicht nicht unbedingt runterfallen. Wenn wir Glück haben, kommt der Typ runtergekrabbelt, aber wir haben kein Glück. Da rein, schnell! Oh mein Gott, das wird die Hölle. Falscher Schlüssel, Lara. Nimm diesen. Direkt Rückwärtssprung?
Ja, direkt Rückwärtssprung in die beiden Baseballschläger-Typen. Das war der beste Rückwärtssprung. Ah, ihr könnt mir hierhin gar nicht folgen. Okay, nochmal. Noch einmal, dann bin ich durch. Ah, ich glaube, man kann das ohne Schaden schaffen. Also mit einer Fackel würden wir es auf jeden Fall schaffen. Flare Cancel und dann könnten wir direkt gehen. Aber wir haben keine Fackel mehr übrig. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, als ich die ganzen Fackeln verschwendet habe. Warte mal. Okay, okay, okay. Nicht treffen? Komm, ich bin so weit weg, du kannst mich gar nicht treffen. Wenn du mich triffst, sage ich, du hackst. Könnte jetzt zu langsam gewesen sein. Oh, nein, nein, nein. Ah, nee, nee, das war bestimmt ein Treffer zu viel. Bin mir recht sicher. Das war unnötiger Schaden. Na gut, das war sehr viel unnötiger Schaden. Hier trifft er mich noch. Aua. Fuck. Ich sammle Sterbis. Bin leidenschaftlicher Sterbisammler. Leiden ist ein gutes Stichwort. Okay. Ich glaube, das wird der Versuch. Ja, genau, überspreche. Egal. Ja, das wird's. Jetzt schaffen wir's. Yay. Und das hat eine weitere Tür geöffnet. Eine weitere Tür, von der ich keine Ahnung habe, wo sie hinführt. Ich weiß nur, dass ich, um zur Tür zu kommen, noch mal einem Shotgun-Typen vorbei muss. Mittlerweile sind hier auch drei von den Larrys. Es ist nicht Ballaboris. Wie heißen die Typen mit den Schlägern? Ich weiß es nicht. Es soll mir egal sein. Nicht schießen. Okay, guck weg. Oh Gott, es sind zwei Shotgun-Heinis. Shotgun-Schlawiner. Möchte man sie fast nennen. Ah! Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es. Ah, ich habe keine Fackeln. Vielleicht haben wir es doch nicht geschafft. Aua! Nee, mit dem Leben schaffe ich das nicht mehr. Oh, oh. Wir werden gerade Opfer eines Bugs übrigens. Ihr müsst euch halt vorstellen, dieser Raum, in dem wir gerade sind, der überlappt sich mit dem Raum, in dem der Shotgun-Heini ist. Und deshalb trifft er uns auch. Das hat nichts damit zu tun, dass er uns wirklich sehen könnte, sondern diese Wand rechts von uns, die ist praktisch nicht da. Wenn ihr mal guckt, er trifft uns, obwohl er überhaupt nicht im Raum ist. Heißt, wir müssen ihn da erst weglocken irgendwie. Was ist das hier eigentlich? Das war dieser Raum. Ah, fuck. So, wir müssen warten, bis die kommen. Sie kommen, sie sind da. Ich habe nämlich scheiße geredet. Dieser Raum hier überlappt sich noch nicht. Erst der Raum, der gleich kommt.
So, dieser Raum hier überlappt sich jetzt. Da müssen wir jetzt einfach nur beten, dass er nicht schießt. Nicht schießen? Danke. Oh, hier ist leider kein Medipack mehr. Dafür haben wir jetzt Zugang zum Schlüssel, der das Level beendet. Und ich dachte, er liegt hier, aber er liegt ein bisschen anders. Okay, Leute. Es gibt hier eine Sprungsequenz aus dem Speedrun, die nicht so läuft. Oh, das war trotzdem gerade pixelgenau, aber halt pixelgenau in den Tod. Sprungsequenz, die uns ein bisschen unnötigen Schaden ersparen würde. Aber ich habe sie nicht im Kopf. Nochmal. Aua. So fängt es schon mal nicht an. Jetzt hier so links und so rechts. Das war schon mal kein Schaden. Aua. Okay, ich muss wahrscheinlich mich da runterfallen lassen. Aber so. Das geht natürlich theoretisch auch in den Pool fallen lassen. Dann habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber danke, dass du gehst. Da wäre der Granatwerfer und die Granaten, mit denen wir ein leichtes Spiel beim Endboss haben, aber sie sind für uns einfach nicht erreichbar. Das heißt, wir sollten die da liegen lassen und sollten irgendwie... Ich meine, wir können den Endboss immer noch mit Pistolen töten. Chicken Boss können wir auch mit Pistolen töten. Was bleibt denn dann noch übrig? Der Typ im letzten Level, im Tempel von Xian. Für den hätte ich gern eine Waffe gehabt, die viel Schaden macht. Aber vielleicht geht auch die Uzi, wenn wir die noch finden. Das war eine Ladezeit in genau der falschen Sekunde. So, ich glaube, mit dem Sammeln des Schlüssels haben wir auch zwei Flammenwerfer-Heinis erwischt. Einer steht direkt vor dem Levelende. Und diese Flammenwerfer-Heinis müssen wir jetzt irgendwie da wegbekommen. Ich glaube, das hier ist schon mal gar kein so schlechter Einstieg. Flammenwerfer-Heinis, kommt her. Kommt her. Kommt her, kommt her. So, einer steht da oben, der kommt da runter. Aua. Flammenwerfer, Heinz? Wart ihr nicht eben noch da oben? Da! Komm her, komm mit mir. Komm mit mir in ein Land, ein exotischer Fleck. Wo Balaboris durch die Wüste zieht. Und steckst du mal im Sand, kommst du dort nie mehr weg. Tja, vergiss es, dann platzt der Termin. Plötzlich dreht sich der Wind. Und der Flammenwerfer verschwindet. Bitte, es herrscht eine Zaubermacht. Ah, fuck. Nie im Leben schaffen wir das. Also wir müssen, wir kommen an diesem Flammenwerfer, es sind drei Flammenwerfertypen gerade aktiv. Wir kommen an diesem einen nicht wirklich vorbei, das heißt wir müssen
diesen Weg hier nehmen zu den anderen Flammenwerfertypen. Einer steht da rum. Der andere ist hier um die Ecke. Hätte man schaffen können. Aber was mache ich denn? Fuck. Ja, wir müssen auf jeden Fall halt zu einem Schlüsselloch, das direkt hinter dem einen Flammenwerfertypen ist, und einen Schlüssel einstecken. Dann sind wir am Levelende. Dann müssen wir nur noch einen Gegenstand sammeln. Was leider auch bedeutet, dass wir nicht tot ins Levelende können. Was ja beim letzten Level so gut funktioniert hatte. Fuck. Schade, mit einer Fackel könnten wir das vielleicht schaffen. Möchte noch was probieren. Das ist aber, wenn es klappt, das ist pixelgenau. Das war zu weit in die eine Richtung. Nee, klappt nicht. Dachte, ich könnte mich vielleicht mit einem Rollcorner-Bug da hochglitschen und dann... Das hier sollte aber klappen. Ah, fuck. Ja, ich sehe schon. Es wird nicht einfach. Wenn es klappt, und das weiß ich noch nicht, aber falls es klappt, dann wird es nicht einfach. Könnte klappen. Ja. Nein. Selbst wenn ich ein großes Medipack nehme, kriegt mich der Flammenwerfer-Typ. Und das Doofe bei den Flammenwerfertypen ist, dass die Flammen, so dämlich sich das anhört, die sind zielsuchend. Also ich kann an denen nicht einfach vorbei jonglieren irgendwie. Hier können wir jetzt nur noch überleben, wenn wir rückwärts springen. Folgen tun die einem nicht. Warum auch immer. Scheiße! Alter, Lara, ich wollte nur da runter. Ey, dieses Level macht mich gerade aggressiv. Diese scheiß Schrägen überall. Da, zielsuchende Flammen. Er hat sie aus seinem Arsch auf mich geschossen. Entweder das oder er hatte zu viel Chili. Fakt ist, es tut weh. Ich glaube, ich muss, also wenn ich den irgendwo hinlocken kann, dann zur anderen Seite. Zu der einen Seite geht es auf keinen Fall. Ach, da hat es mich erwischt. Erwischt. Es hat mich erwischt. Aua. Ich sehe schon.
Ich glaube, das wird nichts mehr. Okay, ich brenne nicht. Warum habe ich jetzt gespeichert? Oh Gott, oh Gott. Das ist gar nicht schlecht. Auch wenn es so aussieht. Es ist erstmal gar nicht schlecht gerade. Fuck, der kann von da oben runter. Okay. Wenn der Walk-Run-Jump gerade funktioniert hätte. Ah, das ist zu viel. Ja. Wenn der gerade eben funktioniert hätte, hätte das klappen können. Lara. Boah. Ich stehe halt gerade auch auf dem einen Pixel, auf dem ich überleben kann. Oder auch nicht. Aha. Okay. Mein Gott, mein Gott. Speicher das. Anderer Slot aber. Falscher Schlüssel. Boah! Yes! Yes! Leute! Herzlich willkommen in Tibet! Wir haben es geschafft, wir haben Tibet erreicht, wir haben noch ein großes Medipack übrig. Oh, wir haben ja sogar die M16 mit 18 Schuss. Und wie es hier in Tibet weitergeht, in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!